Ja, hallo, Kurzöse hier mit meinem ersten selbstgebauten Galtonbrett. Und wer mich kennt, bin immer ein bisschen verrückter Lego-Spieler gewesen. Und somit habe ich dieses Galtonbrett mit Lego gebaut. Schauen wir uns mal ein bisschen an, wie das aufgebaut ist. Und ich werde es natürlich auch demonstrieren. Ich habe da eine Abdeckung drüber gemacht. Ich werde das vielleicht jetzt so machen, dass man da ein bisschen mehr sieht und das Ganze nach unten geben. Und zwar habe ich da eine kleine Abdeckung gebaut, wo man das in die Innereien des Galtonbretts ganz gut erkennen kann. Hier herum sehen wir ganz schön die einzelnen Stifte, wie man hier gut erkennen kann. Da wird dann das runterfallen und dann kann sich der Inhalt immer schön nach links und rechts verteilen. Ich habe das ganz einfach mit diesen langen Stiften von Lego gebaut und unten dann der Auffangbehälter für die jeweiligen Einheiten, wo das Ganze dann reinfällt. Man sieht, es ist schon ein bisschen gefüllt. Ich habe das schon mal ausprobiert und habe das hier mit diesen kleinen Lego-Elementen gebaut. Als kleines Zusatzgimmick habe ich hier noch einen Schalter eingebaut, so dass man das ganz schnell leeren kann und in diesen Behälter da unten reingehen kann. Schauen wir mal, jawohl, das schaut ganz gut aus. Und somit ist alles da herinnen. Ups. Verschließt man das wieder Ganze und schauen wir mal, ob hier ein einzelner Stein, ein einzelner Lego-Element, ein einzelnes Lego-Element ganz gut durchfällt. Okay, also auf die Plätze. Schauen wir mal, dass das Ganze auch noch ganz gut sichtbar ist. Mehr ins Licht noch bringen. Und dann wird das Ganze mal aktiviert. Schauen wir mal nach oben. Und man sieht, es fällt ganz schön durch. Probieren wir das Ganze noch einmal. Also es geht ganz gut. Wenn man das Ganze mit mehreren macht, ab und zu bleibt es hängen, dann fällt das Ganze nach vorne. Ist vielleicht nicht so geschickt. Deswegen habe ich eben die Abdeckungen da gebaut, damit das Ganze eben nicht immer rausfällt. Dann machen wir die Abdeckungen rauf und schauen mal an, was passiert, wenn da mehr von diesen Lego-Elementen durchfallen lasse. Die Leute, die das Galtonbrett kennen, die wissen, was passiert. Aber machen wir mal einen Live-Versuch hier, was da wirklich dann rauskommt. Okay, die Steine sind bereit und es geht los. Also oben rein, man hört sie schon rascheln. Die Steine sind gefallen. Einen habe ich noch. Nein, da ist noch einer. Einen haben wir noch. Und dann schauen wir mal, wie das ganze Ergebnis ausschaut. Also wieder etwas nach unten. Und dann machen wir das Geheimnis auf. Der ist jetzt verschwunden. Lass mal verschwinden und man sieht, aha, eine schöne Verteilung, die zwar nicht ganz gleichmäßig verteilt ist, wie man das erwarten würde als Mathematiker, doch man sieht doch, die häufigen Werte liegen in der Mitte, nur nach links und rechts sind eher weniger Dinge vorhanden. Okay, ich hoffe, es hat euch meine kleine Demo gefallen und ich bin nun gespannt, was mir noch alles einfällt, was ich mit dem Lego Galtonbrett noch alles basteln kann. Dankeschön fürs Zuschauen.